ganz schlecht prognostizieren. Wir haben vor, bis 10 Uhr mit der Evakuierung fertig zu sein, sodass dann mit der Entschärfung begonnen werden kann. Aber das kann ich im Augenblick noch nicht sagen, ob das klappt, weil natürlich immer irgendwelche Zwischenfälle nicht ausgeschlossen werden können. Es kann sein, dass irgendwelche Menschen sagen, was, Bombe habe ich noch nie gehört, obwohl wir sehr viel Pressearbeit gemacht haben. Ja, und dann müssen wir die erstmal überzeugen, dass die Wohnung dann auch verlassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das alles gut klappt, sodass wir ca. 10 Uhr dann mit der Entschärfung beginnen. Was machen Sie denn jetzt, nachdem der Sperrkreis geschlossen worden ist? Also ich werde jetzt gleich mal ins Büro fahren. Ich muss ein bisschen arbeiten noch. Und wenn denn die Entschärfung vollzogen ist, dann werde ich zu Herrn Spitzke gehen, ihm gratulieren können, hoffe ich zumindest, und ihm ganz herzlich danken. Alles klar, vielen Dank. Bitte.